Ja, willkommen vor unserem Greenscreen oder willkommen in London oder willkommen in Paris. Der Greenscreen ist dafür da, sich in andere Hintergründe zu beamen. Wer mal Lust hat, irgendwie coole Urlaubsfotos zu faken, der kann das hier machen. Ihr seht, das funktioniert auch mit Filmaufnahmen und dafür ist ein Greenscreen da. Eine uralte Technologie, die aber mit heutigen Apps oder Programmen sehr einfach einzusetzen ist. Dafür braucht es immer ein bisschen gute Beleuchtung. Ich habe mal hier ein bisschen Licht mitgebracht. Zeig mal kurz, wie das aussieht. Ich kann das hier verstellen. Wenn man von hinten drauf guckt, kann man sehen, hier ist viel einstellbar. Ich mache das jetzt mal wieder aus, weil im Video ist das jetzt eher irritierend, wenn ich es zeige. Wir haben hervorragende Kameras, mit denen man tolle Filmaufnahmen machen kann, wenn man kein eigenes Equipment dafür hat. Das Handy reicht hier aber auch schon aus. Es ist wie alles bei Infotastic. Für Einsteiger geht es ganz leicht los. Und für Fortgeschrittene haben wir auch die passenden Technologien, sodass wir immer in den semi-professionellen Bereich kommen. Dann würden wir diese schönen Lampen, von denen wir drei Stück haben und die durch zwei Profilampen ersetzen, die ein bisschen empfindlicher sind. Und damit kann man tolle Sachen gestalten. Wenn ihr also Bock habt, was für euren YouTube-Kanal zu machen, seid ihr vielleicht hier richtig. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Lust hättet, etwas für unseren YouTube-Kanal zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß und Kreativität. Wenn euch das Video gefallen hat, werden euch rechts zwei weitere Videos vorgeschlagen oder ihr könnt links unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vorbeikommt und alles einmal live anschaut.